Saudi-Arabien. Neue unscheinbare Krankheit reißt sie auf. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Indien eine neue Krankheit namens deutharische Lymph. Die scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Oh, die haben mich schon entdeckt. Aber noch kein Gegenmittel. Noch nicht. Jupp. Jetzt sind wir auch hier in Kasachstan. Australien ist das nächste Land. Da ist gerade ein Schiff hingefahren. Nein! Indien startet Heilmittel. Mist, 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 Mist. Biegewellen können der Länge nach erweitert werden. Erhöhte Geschwindigkeit und Reichweite außerhalb von Werten. Höhere Ansteckungsgefahr. So, jetzt muss ich hier noch hier, entwickeln. So, jetzt muss ich jetzt wieder Punkte sammeln. Jetzt bin ich auch hier gelandet, sehr gut. Die haben mich entdeckt, ich muss jetzt schneller werden hier. Indien ist das erste Land, das die Ausbreitung von deutscher Schlümpf durch verschärftes Ein- und Ausreisebedingungen einschränken versucht. Wie wirksam es ist, wird sich zeigen. Also Flughäfen sind gesperrt schon mal in Indien, das ist Mist. Ich dachte, wäre einfacher hier, dieser Virus hier, aber nein, war es nicht. Nur ein weiterer Parasit. Wissenschaftler glauben, deutscher Lymph ist sein nicht besorgniserregend. Obwohl unangenehm scheint es beim Menschen keine Symptome hervorzurufen und könne leicht geheilt werden. Könne, ja. Meinen Sie. Hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Es ist die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Schon mehr als die Grippe? Wow. USA ist dran. Yeah. Und da wird wieder ein Schiff verseucht, rot. Tag der Sensibilisierung. Wohltätigkeitsversorgung veranstalten den Tag der Sensibilisierung für deutharische Lymph auf die Krankheit aufmerksam zu machen und die Forschung zu fördern. Das ist schlecht. Die dürfen mich nicht erforschen. Na, komm schon da an. Mittelamerika. Panama. Und jetzt ist noch da auf der Insel hier. Neuguinea, Überschwemmungen. 2% haben sie mich schon hier. Bin langsam kritisch hier wieder. Der Erreger wurden wieder zusammengefügt. Entwickeln eines Heilmittels dauert länger. Das ist sehr wichtig. Die soll mich nicht heilen. Die soll mich. Die will sie alle vernichten hier, die ganze Menschheit. Dass mich so früh entdeckt haben, die Leute. Na, das ist gemein. 2 Jahre nach Ausbruch der Krankheit ungefähr. Verstörende Berichte über deutharische Lymph. Wissenschaftler weisen nach, dass deutharische Lymph theoretisch menschliche Gedanken zum Vorteil der Krankheit manipulieren könnte. Weitere Erforschungen sind nötig. Manipulation der Dopamintransporter führt zu einer Form von ADHS. Die werde dazu ermutigt, im Ziel Land zu reisen. Okay, jetzt kann ich selber steuern, wo die Flugzeuge hinfliegen. Sehr gut. So haben sie keine Chance mehr. Gerade auf Gesetze gestoßen, dass sie auch beobachtet werden soll, die Krankheit. Kann ich selber steuern, welche noch nicht infiziert sind. Kanada, Frechheit. Bleib mal verseuchen. Berühre Heilmittelblasen, damit nimmt Hemmung Heile, Hemmt Heilung.
Blaue Heilmittelblasen erscheinen, wenn ein Forschungsteam aus Kanada etwas findet. Zerplatze sie, um ihre Forschung und die Entdeckung eines Heilmittels zu verzögern. Frechheit. 11% schon. Auf wieder so ein Flugzeug mit Kanada verseuchen. Genau. Schon die ersten Flughäfen hier in Europa gesperrt. Und das Schweden jetzt hier. Pheromonabgabe wirkt, dass mehr Werte mit Flugzeugen an Zielländern reisen. Testosteronausschüttung im trojanischen Wert verursacht destruktives und aggressives Verhalten im Zielland. Axile Steroide im Menschen werden dazu eingesetzt, die Pheromonproduktion zu stärken, führt zu noch mehr trojanischen Fliegern. Eine Adrenalinausschüttung in trojanischen Werten führt dazu, dass diese häufiger reisen und erhöht die Ansteckung zu Land. Okay. Na, komm schon.